Ich bin hier und biete Ihnen ein Wunder an. Wir melden uns aus dem Vatikan, wo die Kirche das Unmögliche wahrgemacht haben soll. Ihnen soll es gelungen sein, einen Toten auferstehen zu lassen. Wir bieten keine Unsterblichkeit. Wir bieten eine zweite Chance. Vor Jahren tat ich jemandem weh. Man konnte mir nicht verzeihen. Ich konnte mir selbst nicht verzeihen. Nicht mal nachdem ich Priester wurde. Ich hab mir gedacht, ich könnte Mom fragen, dich einzuladen. Hey, ich glaube, sie wird mich schon einladen, wenn sie das will. Wir bringen die Kirche nur ins 21. Jahrhundert. Die Kirche stellt Ex-Hacker ein, um nach meinen Sünden zu suchen? Sie beurteilen also Menschen und ihre Seelen. Krass, oder? Sie sagen, dass das menschliche Wiederauferstehen eine Abwertung des Lebens ist. Es gab ein Ereignis. Einer der Aushilfen hat plötzlich seine Kollegen in den Abgrund gestoßen. 17 Personen kamen bei dem Sturz ums Leben. Er gehörte zu ihrer Gemeinde. Sie waren sein Betreuer, Stan. Ich arbeite in der Abteilung für auferstandene Personen. Ermitteln Sie intern gegen mich? Nein, wo denken Sie hin? Hält die Kirche irgendwas im Verborgenen? Was machen Sie hier? Die Polizei steht vor der Tür. Finger weg von meiner Familie! Bitte sagen Sie mir, was los ist. Fällt mir was auf, sage ich's. Du hast dich ins FBI gehackt. Sie tracken dich. Wimmel sie ab. Für immer soll ich stumm sein. Vater, wer verlangt das von Ihnen? Sie sind hier. Wenn Sie sehen, was wir gesehen haben, werden Sie alle sehr dankbar sein. Ich liebe dich, Dad. Ich dich auch, Großer. Darum geht's doch bei Wundern, oder? Der Glaube ist entscheidend.